15 silberne Schwertgroschen. Mein Angebot. Was darf ihr? Aber höchstens. Meine Herren. Oh. Meine Herren, haben Sie Erbarmen mit dieser Stadt? Wir leben von dem Salz. Ich habe mit jeder Stadt immer Erbarmen, aber die Stadt ist eine wunderschöne Stadt, aber ich muss mich der Erd und meine Gefährderfirmen und wir los. Wir haben unsere eigene Gerichtsbarkeit, das ist bei uns etwas anders. Ich komme dir entgegen, ich sage dir 14. Außerdem sind die ja die großen Stückzeit, wenn er jetzt 1350 Kilo kostet, ja in Fässer. Die sind ja hier nicht in solchen kleinen Beutelchen. Was ist hier ein Haus? Ja, aber fast ein solches Beutelchen? Ja. Ja, mein Herz. Guck doch mal, wir müssen die Brücke sanieren. Das sind alles Kosten. Also mehr als 10 kann, denke ich, wir können. Als die Hanse existierte, ja, es doch die Brücke ja nicht. Willst du nicht hier aus? Dann müssen wir das Holz für die alte Brücke müssen wir packen. Also, weil wir ja wissen, dass auch eine ganze Menge Hansekalfhäuser ja auch aus Halle kommen, sage ich 14. Du sagst es 10. Na, 12. 12. Machen wir 13. Also 12 ist schon. 12,50. Also. 12,50. Machen wir 12 und sagen wir und 24 Heller, ein Heller sind 12 Fenje. Also machen wir knapp, ich sind am Ende auch 13. Machen wir 12,5 oder machst 10,5 Goldflorin? Ja, das ist einfacher. 12,5, da können wir uns einigen. 12,5 eingemacht. Ja, okay. Entscheiden die Größenordnung tut ihr. Du hattest gesagt, wir haben 50 Stück, aber nur für 50 Stück brauchst du nicht bezahlen und schimmern. Ja, aber wie viel nehmen wir denn mit? Naja, das werden wir natürlich beraten am Ende. Wir nehmen mit. Wir kaufen und verkaufen. Also für 12,5, wie man so schön sagt. 12,5. Silber, Schwertgroschen. Okay? Nee, wo böhmische Silber, du kannst auch jüdische Silber. Du haust mich schon wieder mal vor mit einem, wo das herkommt. Weil die Umrechnung ist ja immer. Silber ist Silber. Gold, muss, Gold. Muss vorsichtig sein. Der hat Ahnung. Wir einigen uns auf 12,5. Auf 12,5. Handdruck. Aber auf das. Auf das gültige, bei uns gültige Währung. Die Währung ist das war die Währung. Wir können Gulden, Florin handeln, wir können zur damaligen Zeit waren silberne Schwertgroschen entscheiden. Ein silberner Schwertgroschen sind 15, 12 Pfennige. So teuer ist das nicht, aber macht es natürlich um Meister. Ich komme dir von 15, 12,5 schon in Jähn. Das ist in Ordnung. Bist du ich schlage ein, Moment, in 12 Raten. Na ja, da muss ich natürlich Folgendes sagen. Wir würden euch gerne helfen. Aber die Besitzer der Solanteile sind nun mal die Fenner. Und das ich kann nicht zu meinem Fenner kommen und kann sagen, hallo, ich gebe dir jetzt 60 oder völlig auf Deutsch gesagt umgerechnet, die anderen kriegst du im Dezember. Dann schmeißt er mich raus, ja, ich habe arbeitslos. Zum ganzen aber du Jahr kannst habt ja auch ihr nicht Summe. So lange warten. Zum ganzen Jahr habt ihr die Summe. Wir sind uns einig. Wir sind uns nicht einig. Was die Summe betrifft, ist die Summe auf dem Tisch und dafür gibt es das Produkt. 12,5, Silber. Gut, ist in Ordnung. Okay, alles klar. Wir zahlen bis Ende des Jahres.